Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 1, Kapitel 1. Wir sind beim Dokumentelesen stehen geblieben. Und übrigens, es stimmt, der Let's Player Gronkh hat den Kantor hier in diesem Spiel gesprochen. Derjenige, der gerade den Chor geleitet hat. Okay, Francis Notizen über den verstorbenen König Heinrich, Kaiserin Mathilde und König Stefan, Teil 2 vom 1. Januar 1136. Unser neuer König Stefan wird nicht nur von unserem normannischen Oberherren, sondern auch von der Kirche unterstützt. Sein kleiner Bruder Henry ist Bischof von Winchester und einer der einflussreichsten Priester in ganz England. Er hat Stefan schwören lassen, der Kirche politische Macht einzuräumen, die unter Heinrichs Herrschaft fehlte. Es ist ein guter Tag für die Kirche und uns. Das Problem ist, dass mein Dienstherr Graf Robert von Gloucester? Einer der Bastarde des Königs ist. Er will seine Halbschwester Mathilde auf dem Thron sehen, da er sich sicher ist, sie würde während einer Regentschaft seinen Rat und Unterstützung in Anspruch nehmen müssen. Im Namen von Kaiserin Mathilde haben er und seine Verbündeten eine Rebellion gegen König Stefan gegründet. Nicht mehr lang und es wird Krieg geben. Nun lass uns nach dem Brief schauen. Okay, gucken hier im Foliant nach. Da ist er doch. Da bin ich gut. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ah, ich bin zu gut. In der Bibel? Die Offenbarung des Johannes. Und sie sprachen zu den Bergen und Felsen. Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag seines Zorns. Und wer kann bestehen? Das Lamm. Wovor hatte James Angst? War es dieser Brief? Nein, der Brief ist noch versiegelt. Brich das Siegel. Untersuchen. Brief vom 18. Dezember 1135. Robert von Gloucester. Nennt mir einen Tag und wir werden bereit sein, für Kaiserin Mathilde Blut zu vergießen. Ich und meine Männer werden uns Stefan von Blois gegenüberstellen. Wir haben den Krieg nicht begonnen, aber wir werden ihn entbrennen lassen. Es ist Stefan, der ihn beschworen hat, am Tag, als er König Heinrichs Tochter verriet. Er verriet sie, als er den Thron an sich riss und somit sind auch alle schuldig, die ihm Loyalität geschworen haben. Bartholomäus, Graf von Shiring. Du hast ihn gefunden. Der Graf von Shiring will einen Krieg anfangen? Ja, er tut sich mit meinem Herrn, Graf Robert von Gloucester, zusammen. Gloucester, Wer ist dieser König Stefan, der den Thron bestiegen hat? Ein Neffe König Heinrichs. Denkst du oft an den Tag, als unsere Eltern starben? Du weißt, dass ich nicht darüber reden will, Francis. Ich weiß, aber ich muss immer an sie denken. Und ich habe immer König Heinrich die Schuld an ihrem Tod gegeben. Die Kirche hat unter seiner Herrschaft ebenso gelitten wie wir in Wales. Philipp, du musst diesen Brief dem Bischof von Kingsbridge zeigen. Warum ich? Weil du es musst. Es gibt keinen anderen Weg. Unser verstorbener König wollte Roms Einfluss in England vermindern. König Stefan dagegen hat geschworen, die Rechte der Kirche zu wahren. Und wir können ihm helfen, wenn du den Bischof bittest, Stefan zu beschützen. Du willst, dass der Bischof dem neuen König hilft? König Stefan? Ich will einen König, der die Kirche unterstützt. Ich will, dass diese dunklen Zeiten enden. Ich will den Grafen von Shiring daran hindern, einen Krieg anzuzetteln. Er könnte ganz England in Brand stecken. Mein Herr, der Graf von Gloucester, darf niemals wissen, was ich hier getan habe. Darum darfst du keinem sagen, wie oder wo du an diesen Brief gekommen bist. Hörst du? Erzähl niemandem von mir. Schwierige Entscheidung. Aber Krieg wäre wirklich scheiße. Ich erkläre mich mit dem Plan von Francis einverstanden. Glaubst du wirklich, der Bischof kann etwas ausrichten? Sag ihm, du hättest den Brief durch Zufall gefunden. Und wenn er mir nicht glaubt? Was dann? Er wird dir glauben. Die Frage ist,
wird er wirklich versuchen, den Grafen von Shiring aufzuhalten. Ich werde nach St. John reiten und den Mönchen sagen, dass du bis zur Wahl in Kingsbridge bleibst. Was, wenn der Graf von Shiring herausfindet, was ich getan habe? Was, wenn der Bischof es ihm erzählt? Philipp, beruhige dich. Er ist dein Bischof. Ich bin ein einfacher Mönch. Welches Recht habe ich, dem Bischof unter die Augen zu treten? Jetzt ist die Musik wieder so irre laut. Okay, so, das war die Säulen der Asche aus der Asche. Die Säulen der Asche aus der Asche. Oh nein. Die Säulen der Erde. Oh Gott, ich bin gerade verrutscht. Okay, das waren die Säulen der Erde aus der Asche. Kapitel 1, was du getan hast. Du hast Francis dabei geholfen, eine Verschwörung gegen den König aufzudecken. Du wurdest nominiert, Prior von Kingsbridge zu werden. Du warst damit einverstanden, den Bischof zu treffen. Du hast Bruder Markus den Dieb verraten. Du hast Bruder Paul einen heißen Stein gegeben und sein Leid gelindert. Und Remigius findet dich weiterhin fragwürdig. Okay. Oh, mich juckt's. Kapitel 2. Aber wir sind immer noch bei Buch 1. Jack. Wir waren nochmal Jack. Chad Forest? Oh. Ich guck mal eben, ob ich hier noch irgendwie so. Steinschleuder. Wir haben hier ein Wildschwein. Oh. Tot. Verfault? Was für eine Verschwendung. Achso. Das können wir gar nicht essen, wenn es verfault ist. Hufspuren. Hufspuren? Rehspuren frisch. Sei wachsam, Jack. Ich kann ihn irgendwo hin. Vielleicht dahin? Da ist es. Ui. Tut mir leid. Ach, mein Gott. Man muss es ja auch zu Ende bringen, Junge. Scheiße. Oh, jetzt ist es hier. Oh. Ja. Man muss ja am Kopf treffen. Genau. Jetzt ist es tot. Ist trotzdem scheiße, aber, ne? So, jetzt können wir das tote Reh holen. Mein Name ist Jack. Lange Zeit war dies der einzige Name, den ich kannte. Seit meiner Geburt lebte ich mit meiner Mutter in einer Höhle im Wald. Oi. Es war kein leichtes Leben, aber wir kamen zurecht. Bis in jenem Jahr ein besonders harter Winter hereinbrach und unsere Vorräte knapp wurden. Zum Glück war es mir nach mühseligen Wochen endlich gelungen, mein erstes Reh zu erlegen. Ich erinnere mich auch noch, wie ich voller Stolz auf Mamas Rückkehr wartete, damit sie das Fleisch räucherte. Und vertrieb mir derweil die Zeit mit meinen Lernübungen. Die Höhle. Herr Karl, der König, unser großer Kaiser, war 7 volle Jahre in Hispanien.
Bis an das Meer eroberte er das Hochland. Herr Karl, der König, unser großer Kaiser, war 7 volle Jahre in Hispanien. Bis an das Meer eroberte er das Hochland. Und keine Burg war die vor ihm bestünde. Und keine Burg war die vor ihm bestünde. Es war fast Nachmittag. Und Mama war immer noch nicht zurück. Ich wusste, wenn ich das Fleisch räuchern wollte, konnte ich nicht länger warten. Ich musste es ohne sie versuchen. Muss man das dann nicht einfach nur übers Feuer hängen? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Bald kann ich das alles auswendig. Gut, wir haben hier Wasser. Wir haben hier einen Herd. Mama muss mir Holz hacken. Wo bleibt sie nur? Okay, dann haben wir hier ein Bücherregal. Werkzeug und Waffen. Säcke. Ein Buch ist auf Französisch, das andere auf Latein. Dann haben wir hier jetzt Säcke. Wir haben nur noch Nüsse und ein paar Rüben. Der Rest ist vergammelt. Wann ist der Winter nun endlich vorbei? Hier haben wir Werkzeug und Waffen. Ein Bogen. Ellens Bogen. Ellens Bogen. Ellen und Jack haben eine Vielzahl an Waffen im Hause. Sowohl für kurze als auch lange Reichweiten. Sie führen ein Leben außerhalb der Gesellschaft und dem Schutz des Gesetzes. Pfeil und Bogen dienten als unersetzliches Hilfsmittel, wenn es darum geht, Essen zu jagen und sich selbst zu verteidigen. Die meisten Outlaws wurden einst eines Verbrechens angeklagt, aber sind nicht zu ihrer Urteilssprechung erschienen. Laut Gesetz werden daraufhin alle Verträge, Rechte und Besitzansprüche für nichtig erklärt. Da Outlaws keine Rechte haben, kann jeder ihnen Schaden zufügen oder sie fangen und dem Gesetz ausliefern. Deshalb entschließen sich viele Outlaws dafür, ein Leben in den Schatten zu führen. Okay. Da ist er, Karl der Große, Beschützer meiner Stadt. Ach, er hat eine Burg gebaut. Ach, wie süß. Du kommst mit. Oh. Ja. Mama hat sich nichts mitgenommen, also ist sie nicht zum Jagen gegangen. Wohin dann? Höhlen über Höhlen, dazwischen Pferde und Kühe. Sieht bestimmt eine richtige Stadt aus. So, dann haben wir hier das Fleisch. Ich kann das nicht roh essen. Ist mir klar. Ich muss es erst räuchern. Fleisch verdirbt schnell. Logisch. Mein erstes Reh. Mama wird so stolz sein. Holzscheite, hier. Guck mal. Mama hat das gerade im Herbst gehackt. Okay. Trockenes Holz fürs Feuer. Okay. Da machen wir jetzt erstmal wieder was rein. Gut. Es wird wärmer. Jetzt noch etwas feuchtes Holz. Und dann sollte es richtig rauchen. Okay, jetzt brauchen wir feuchtes Holz. Gehen wir mal nach draußen. Was war das? Das Baby. Was war das für ein Geräusch im Wald? Hier ist ein Steinhaufen. Mein Zielturm. Äste. So, jetzt tun wir aber erst hier das Fleisch räuchern. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir nehmen die mit. Weil wir finden jetzt gleich die Familie mit dem Neugeborenen. So, jetzt wird das Fleisch geräuchert, ne? Das Geräusch ist immer noch da. Ja, das ist... Okay. Es hat jetzt gerade wieder gespeichert. Ich kann das nicht roh essen.
Okay, es wird ja jetzt geräuchert. Dann gehen wir jetzt raus. Einen Bogen hab... Nee, ich hab den Bogen gar nicht. Folge dem Lärm. Ah. Ein Pferd? Was macht denn das Pferd da? Hatten wir dann? Wir hatten noch kein Pferd. Nein! Ellen pfeift zwei Töne. Ach, seine Mutter. Die haben das Kind zurückgelassen? Gut, er hat dich nicht gesehen. Wer ist das? Eine Plage. Das ist er. Eine Plage? Das heißt jemand Schlechtes. Ich hab dir von Leuten wie ihm erzählt, weißt du noch? Ist er ein Büffel? Was hat er in den Händen? Was hat er da? Das ist ein Baby. Er muss es im Wald gefunden haben, das arme Würmchen. Es gibt vermutlich kaum ein Tier, das seine Schreie nicht gehört hat. Wird er sich um das Baby kümmern? Oh, das wird er. Hör gut zu, Füchschen. Ich weiß... Du willst so viel wissen über die Welt da draußen, aber noch müssen wir versteckt bleiben. Und trau vor allem nie einem Mann Gottes und noch weniger seinem Mitgefühl. Du endest sonst entweder in einem Kloster oder am Galgen. Runter! Meine Worte! Nur die Ruhe. Es ist nur ein kleiner Mensch. Kein Grund zur Panik. Ich werde ihm folgen. Du gehst heim und wartest auf mich, Füchschen. Cooler Spitzname, wegen den Haaren. Oh nein, die haben sie vergraben, sind abgehauen und haben dann das Baby zurückgelassen? Wie kann man nur? Wie kann man nur? Nein. Blutiges Tuch, ich muss trotzdem gucken gehen. Wir haben es jetzt einfach aufgehoben. Blutiges Laken. Er gräbt erstmal aus. Ich will nach Hause. Okay, der Kleine will nach Hause. Irgendwas ist... Mama? Ich kann hier nichts drücken. Die sind noch da. Keinen Schritt weiter. Wir haben in Salisbury einen Schweinedieb getötet. Wir können auch dich töten. Verdammter Outlaw, wo ist das Baby? Hast du es aufgefressen? Blick ihn böse an. Ich habe das Baby nicht. Ich habe das Baby nicht. Klar. Ey, mein Buch. Was ist das? Gib das zurück. Was willst du denn damit? Du kannst doch gar nicht lesen. Gib es zurück. Lass den Jungen in Frieden, Alfred. Er hat das Baby. Ich habe gesehen, wie er Mamas Umhang geklaut hat. Wer soll es sonst gewesen sein? Es gibt ja sonst niemanden. Wölfe. Es war ein Mönch. Es war ein Mönch. Ein Mönch? Ja, auf einem Pferd. Ist das wahr? Mhm. Wohin ist er geritten? Er soll uns den Weg zeigen. Lass ihn in Ruhe. Er ist doch nur ein Junge. Wie heißt du, Junge? Jack. Lebst du hier im Wald, Jack? Dann kennst du dich hier besser aus als wir. Bitte. Ich weiß nicht, wieso ich das Kind hier zurückgelassen habe. Ich dachte, ohne seine Mutter könnte ich nicht für ihn sorgen. Aber ich kann ihn nicht einfach so seinem Schicksal überlassen. Ich muss wissen, ob er noch lebt. Wirst du uns helfen? Du bist ein guter Junge. Ich stehe in deiner Schuld.
Du hältst besser Wort, wenn du dein blödes Buch zurückhaben willst. Was für ein Pisser, ey. Alfred und wir werden keine Freunde. Oh, wo sind wir denn jetzt? Ellens Höhle. Ay, guck mal, wo das ist. Für den Moment hatte ich keine Wahl. Ich musste mitgehen. Das Mädchen schluchzte, während ihr Vater mir angespannt, aber ruhig folgte. Regelmäßig bekam ich einen Stoß von dem Jungen, was mich sehr verwirrte. Noch nie zuvor hatte ich Hass erfahren. Wenn ich fliehen wollte, dann müsste es wie bei der Jagd geschehen. Ich musste hellwach bleiben, bis die Wachsamkeit der anderen nachließ. Wie cool das hier aussieht, ey. Folge der Spur des Mönchs. Oh mein Gott, was ist das denn? Das sind wir jetzt und wir müssen jetzt dahin? Der Mönch hatte einen Bach überquert. Oder er war dessen Lauf nach Norden gefolgt, was ihn zum nächsten Dorf geführt hätte. Wie auch immer, die Spur endete am Bachufer, während rasch der Abend hereinbrach. Der große Mann sah mich an. Welche Richtung, Junge? Fragte er. Aber ich konnte nur raten. Überquere den Fluss, folge dem Flusslauf. Der hat das, Kind wahrscheinlich nach St. John in the Forest gebracht. Also folge dem Flusslauf. Der Bach führte uns zu einer flacheren Stelle. Hier konnte man ihn leicht durchqueren, ohne vom eisigen Wasser durchnässt zu werden. Plötzlich stieß der Junge einen freudigen Schrei aus. Er hatte am anderen Ufer etwas entdeckt. Eine Reihe frischer Hufspuren. Er lachte triumphierend, als unsere Blicke sich trafen. Ich nickte ihm anerkennend zu, doch erntete nichts als Spott. Auch nachdem wir die Furt bereits lange überquert hatten, höhnte er noch immer über meine Fähigkeiten als Spurenleser. Oh. Der hat das doch nicht nach Dingens gebracht? Hier weiter. Was ist? Warum bleiben wir stehen? Er hat uns in die Irre geführt. Stimmt das? Papa, ich bin müde. Na dann komm, ich nehme dich auf die Schultern. Nein, ich bin zu schwer und du bist auch müde. Ich muss standhaft bleiben. Ihr solltet euch ein wenig ausruhen. Alfred, du bleibst hier mit den Oh, jetzt habe ich aus Versehen gedrückt. Nein, geh nicht. Ich gehe nicht weit, Liebes. Aber du kannst mir helfen, während ich weg bin. Hab ein Auge auf die Jungs und sorg dafür, dass sie schlafen. Machst du das? Mach ich. Siehst du, du bist standhaft und tapfer. Ich bleib nicht lange weg. Du bleibst, wo ich dich sehen kann, während meine Schwester sich ausruht. Und keine Tricks. Wollen wir uns denn jetzt wegschleichen? Armes Mädchen, Mama würde besser auf sie Acht geben. Er schläft. Es wird ganz nass. Oh. Ha?
Was ist los? Hast du was gehört? Keine Angst, schüttel den Kopf, der Nebel hebt sich. Der Nebel hebt sich. Ich kann dich echt nicht leiden, weißt du das? Ich dich auch nicht, Junge. Was liegt dir überhaupt an dem Buch? Hey, wo ist das hin? Du hinterhältiger Dieb, ich wusste es. Du wolltest uns nur bestehlen. Das ist meins. Du hast es zuerst weggenommen. Du bist ein Tier, du weißt doch gar nicht, was das ist. Herr Karl, der König, unser großer Kaiser, war 7 volle Jahre in Hispanien. Bis an das Meer eroberte er das Hochland und keine Burg war, die vor ihm bestünde. Was faselst du da? Das ist aus dem Buch. Woher weißt du das? Du bist ein Tier. Kannst du etwa nicht lesen? Hey, siehst du das? Kann er nicht. Da drüben im Nebel. Ja, ein Baum. Da ist was. Ein Baum. Ein Baum. Ein Baum. Stumpf. Nein, ein Hirsch. Was ist das? Richter. Ein Reh. Oder? Es ist durchs Eis gebrochen und dann erfroren. Armes Ding. Kinder. Huch, meine Mutter. Martha, wach auf, Kleines. Mhm. Wer ist das denn? Wir sind uns im Wald begegnet. Ich bin Jacks Mutter. Komm her, Jack. Habt ihr ihn gefunden? Ja, meine Kleine, das haben wir. Das Baby ist sicher. Der Mönch hat es zu einer Zelle im Wald gebracht, nicht weit von hier. Aber keine Sorge, für heute seid ihr weit genug gelaufen. Ellen hat uns ein Lager für die Nacht angeboten. Das habe ich. Folgt mir. Ja, jetzt gehen wir wieder zurück? Das ist doch total blödsinnig. Tatsache, jetzt gehen wir wieder zurück. Ich sag doch. Ich hab nur gewusst, dass ihr so nahe wohnt. Meine Agnes hätte vielleicht gerettet werden können. Mach dir nichts vor. Wenn eine Frau innerlich blutet, dann hört es entweder auf oder sie stirbt. Ja. Du kannst nur versuchen, sie zu wärmen. Und das hast du. Es tut mir leid. Aber die Lebenden müssen für die Lebenden sorgen. Jack, gib den Kindern etwas Suppe, ja? Wirst du bald Arbeit finden? Schwer zu sagen. Es ist Winter. Gewöhnlich stellt man da keine neuen Baumeister ein. Es ist zu kalt, danke, um Mörtel Jack anzumischen. Man kann auch Glück haben, aber dieses Jahr hatten wir nichts als Pech. Ich krieg voll Hunger bei dem Vor Spiel. Vor einiger Zeit hatte ich Arbeit in Exeter. Man bot mir die Stelle als Baumeister des Kastellans an. Ich sollte die Befestigungen der Stadt instand halten. Ich wäre für den Rest meines Lebens beschäftigt gewesen. Und wir hätten wie Bischöfe gelebt. Was ist passiert? Ich habe abgelehnt. Es war keine Kathedrale. Und ich wollte eine Kathedrale bauen. Ich war ein Narr. Als gäbe es nicht schon genug Kirchen. Ich habe mal an einer gearbeitet. Das war gute Arbeit. Fragt am besten Martha, wenn ihr mehr wissen wollt. Sie kennt mein Gerede inzwischen auswendig. Was ist eine Kathedrale? Ein großes Haus, wo Leute beten. Sie gehen dahin, um zu betteln? Nein, sie betteln nicht. Sie reden mit Gott. Es ist ein Ort des Gebets und ein Heim für Priester und Mönche. Oh. Weißt du, ein Mann wie du sollte nicht so hart zu sich sein. Nein. Ich habe mein eigenes Kind im Wald zurückgelassen. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Manchmal sterben Frauen im Kindbett. Und manchmal lassen Männer ihre Neugeborenen im Stich. Es ist selten, dass sie sich ein Herz fassen und zurückkehren. Lebt ihr deshalb allein hier im Wald? Nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Eine, die ich noch nicht einmal Jack erzählt habe. Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir seither gezwungen sind, in dieser Höhle zu leben. Fern der Gesetze der Stadt. Nur wir und der Wald. Und wovon lebt ihr? Wir jagen, wir sammeln. Es reicht gerade für uns zwei. Für das Essen könnt ihr euch übrigens bei Jack bedanken. Mein kleines Füchschen hat heute sein erstes Reh erlegt. Ich bin beeindruckt. Esst, Kinder. Ihr werdet eure Kräfte brauchen. Genau wie du, Herr Baumeister. Komm, hau rein.
Das werde ich. Danke. Sie schlafen jetzt. Also, worum geht's? Ich sagte dir, dass der Mönch das Kind zu einer nahegelegenen Zelle mitgenommen hat. Das stimmt auch. Aber es wäre ein großer Fehler, den Kleinen von dort zurückzuholen. Was? Wieso? Weil du es warst, der ihn ausgesetzt hat. Das gilt als Mord. Dann muss ich ihn stehlen. Ich bin sein Vater. Ich muss ihn zurückholen. Es ist meine Pflicht. Und was dann? Du hast keine Arbeit. Du verdienst kein Geld. Ein Baby braucht viel Fürsorge. Mehr als Martha und Alfred jetzt. Wie willst du es ernähren? Aber was soll ich dann tun? Leben wie ihr? Ich habe keine Ahnung vom Jagen. Ich bin Steinmetz. Ich bin eher in einer Burg zu Hause als hier. Überlass das Kind den Mönchen. Sie werden sich darum kümmern. Und du musst das Kind nicht herumtragen, wenn du Arbeit suchst. Und wenn du eine Stelle gefunden hast, kommst du zurück und holst es. Ich weiß nicht. Seit Agnes tot ist, weiß ich überhaupt nichts mehr. Du bist ein guter Mensch, Tom Bilder. Du bist sanftmütig und stark. Du wirst das Richtige tun. Du musst es auch nicht alleine durchstehen. Jack und ich werden diesen Ort bald verlassen müssen. Es steht ein harter Winter bevor, und wenn wir bleiben würden, könnte es uns vielleicht das Leben kosten. Wir könnten uns zusammenschließen. Ich weiß nicht. Ich habe mit meinen eigenen Kindern schon alle Hände voll zu tun. Ich könnte dir dabei helfen, dich um sie zu kümmern. Unter der Voraussetzung, dass du meinem Sohn beibringst, wie man in der Menschenwelt zurechtkommt. Wir mögen noch Fremde sein, aber gemeinsam haben wir eine bessere Chance zu überleben. Lass uns zusammengehen und uns gegenseitig stützen, wo immer wir können. Na, die Jungs werden sich freuen. Die Lebenden müssen für die Lebenden sorgen. Genau. Er hat's mit angehört, er ist noch wach. Ich werde eine Burg sehen. Jene Nacht träumte ich von einer merkwürdigen Welt. Einer Welt von Rittern und Mönchen, die in einer großen, dunklen Höhle aufeinander Jagd machten. Es gab kleine Burgen, tote Rehe und einen Riesen namens Tom. In dem Traum war ich glücklich. Ich hielt die Hand meiner Mutter und lauschte den mysteriösen Lehren des merkwürdigen Riesen. Okay, ich muss jetzt Schluss machen. Dann sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.